wir bei den BMW Days 2011
Mountainbike an. Haben wir gestern schon mal gesehen, als es mal zwischenzeitlich kurzzeitig schönes Wetter gab. Das ist jetzt wirklich was fürs Auge. Yeah.
kaputt. Der Basti. Mehr trifft's nicht. Der Basti. Aber machst die Kamera nicht kaputt. Andersrum. Oder verwitmen, oder? Jetzt aber Viola und Chris, gemischtes Doppel. Violas letzte Worte, was meinst du? Gefragt, ob er meine Mutter anrufen soll. Der Jim? James. Also, Big Jim ist ja, glaube ich, der Name, ne? Also, James Tosland hat gerade sich sozusagen angeboten, dass er die Hinterbliebenen von Viola informiert darüber, was hier jetzt gleich passiert. So, Viola traut sich. Sie hat auch gar keine Wahl, ne? Wir wollen sie ja sehen auf dem Bein. Tapfer, gell? Also sie hat überhaupt nicht gekreischt, gar nichts. Da ist der Stefan Rabe mit Memme gegen dich. Also muss man mal ganz klar so sagen. Ich glaube, der hat einen braunen Schweif in der Hose gehabt nach der Fahrt. Und du hast ja eigentlich die ganze Zeit gegrinst, gell? Respekt. Das war der Gegenwind, glaube ich, der ihr Gesicht ein bisschen verzogen hat. Aber wie schnell ist man da so auf der Geraden? Ja, der Platz ist natürlich sehr kurz. Was sind das? Schau mal, mein Sohn ist Profi, gell? Der bringt mir meine Kappe.
Ja, genau. Was sind das hier? 60, 70 Meter. Bei manchen Tricks schalte ich im zweiten Gang. Also mehr als, glaube ich, 50 km/h habe ich da selten drauf. Und ja, genau. Ja, die Tricks werden immer technischer, eigentlich auch langsamer. Unser Sport wird immer schneller, stylischer, richtiger Freestyle-Sport geworden. Und ich möchte mal so sagen, früher waren wir durchaus schneller unterwegs bei den Shows, hatten auch nicht so eine kurze Übersetzung drauf. Und wenn es dich da mal geschmissen hat, dann hat es meistens ordentlich wehgetan. Heute sind es ganz oft nur Umfaller. Mit den Sturzbügeln am Motorrad passiert auch dem Motorrad meistens nichts. Also häufig stehst du einfach auf und probierst es wieder, aber Prellungen und so weiter bleiben natürlich nicht aus. Und vor allen Dingen im Anfängerstadium ist Stuntriding definitiv ein sehr gefährlicher Sport. Später als Profi hat man die Sache dann meistens im Griff. Meistens. Bevor wir jetzt gleich zu dir kommen, Igor, wie viele Brüche hattest du schon in deinem Leben? Ich 11. 10 davon im Gelände, beim Enduro- und Trailfahren und nur einen auf Asphalt. Okay, das ist eine gute Quote, ich fahre vielleicht morgen doch nochmal mit. Igor, mich würde mal interessieren, du fährst Super Mountainbike, dann machst du Bunnyhop und Sprünge und auf und nieder immer wieder. Wie fährst du überhaupt Mopeds, Motorrad? Gar nicht. Also ich habe mir damals haben es mir eigentlich meine Eltern so ein bisschen verboten, weil ich gesagt habe, oh, wenn der mit dem BMX-Rad schon so wild fährt, was macht er auf dem Motorrad? Und ich hatte mich mal zum Motorradfahren angemeldet, aber habe es leider nie gemacht. Aber ich glaube, wir können vielleicht mal so... Also ich habe richtig Bock, das mal zu machen. Also ich bin jetzt auch 37. Ich werde auch mal zum Motorradfahrer demnächst. Igor, von mir noch die Frage. Jetzt hat der Mathe gestern so tapfer bei dem Wetter. Das war ja absolut Wahnsinn. Ihr seid trotzdem gefahren. Jetzt sind wir alle, sage ich mal, belohnt worden mit diesem traumhaften Wetter bei der Show. Was sind das für Gefühle, wenn hier die Bude voll ist und es total abgeht? Also es war wirklich so, kurz vor der Show, schönstes Wetter, während der Show fängt volles Regnen an und natürlich verzieht sich jeder in die Zelte und geht und schaut natürlich den Regenschutz. Und heute, jetzt hier vor so einem Publikum, mit Chris Pfeiffer, mit so einem tollen Publikum dabei zu sein, das war wirklich klasse. Vielen Dank. Bei den BMW Motorrad Days zum 10. Mal hier in Garmisch-Partenkirchen. Ganz ehrlich, Chris, wie viele Jahre willst du das noch machen? Klare Ansage, solange ich mich verbessere, habe ich tierisch Bock auf den Sport und wenn ich mich mal nicht mal mehr verbessere, dann müssen die mir in meine Fußstapfen treten. Und ich fühle mich fit, ich bin voll motiviert, also ihr könnt euch darauf verlassen, dass ich schon noch einige Jahre fahren werde. Apropos jüngere Chris, wie ist es mit deinem Sohn im Mann? Wir haben auch schon gesehen, der ist auch schon unterwegs, oder wie? Naja, der hat sein Elektrobike dabei, bloß dem sind das hier viel zu viel Kameras. Der hat da keine Lust zu fahren. Und so viele Leute auch. Zu Hause fährt er jeden Tag ums Haus rum. Und der ist noch keine Lieblingshaus, muss noch nicht hier fahren. Aber er wird eine, so wie du, oder? Ich glaube, das wird man nie so richtig. Aber nicht sein in dem Sport. Mir macht es einfach Spaß. Ich will hier nicht posen, sondern einfach schöne Tricks zeigen und perfektes Motorradfahren. Und ich habe Spaß, ihr habt Spaß, was gibt Schöneres. Und abends sehen wir uns im Zelt. Den Eindruck haben wir auch, dass du hier einfach nur in deinem Sport machst und das in einer unfassbaren Art und Weise. Vielen Dank. Also Terminator hat gesagt, I'll be back und ich glaube, die Jungs sind auch im nächsten Jahr. Vielen Dank, give it up for Chris Pfeiffer und Igor Obu. Und der Igor mit dem Motorrad, aber ich glaube, das heben wir uns für morgen auf. Also, wir haben nochmal morgen zwei Shows, jeweils vom Chris und auch vom Igor. Das heißt, feel free to come. Wir würden uns riesig freuen. Und Stefan, was steht noch an? Der Chris kommt heute sogar nochmal, 18:30. Wer noch nicht genug gesehen hat, Chris ist 18:30 nochmal da und möchte noch was sagen. Schau mal. Genau. Wir haben ja was vergessen. Und zwar gibt es jetzt auch eine Autogrammstunde von mir am Metzeler-Stand. Der ist irgendwo da schräg hinten. Da gibt es jetzt Autogrammkarten. Wer kommen will, soll bitte ein bisschen später kommen, damit ich lange nichts zusammen wird. Und ich glaube, man muss sich ausruhen auch kurz. Das ist super, Autogramme drüben. Und dann haben wir jetzt 16 Uhr, in wenigen Minuten geht's los. Michael Martin drüben in der US Lodge mit Teil 2 seiner Vortragsreihe zu seinen Reisen durch die Wüsten Amerikas und Afrikas. Danach 18 bis 19 Uhr die BMW Adventures.